Seit dem letzten Video sind einige Wochen vergangen. Es waren ein paar turbulente Wochen, aber es scheint sich doch jetzt alles zum Guten zu wenden. Wir haben inzwischen wieder geöffnet. Die ganze Pandemie scheint etwas abzuklingen und auch baulich ging es hervorragend voran. Deswegen wollen wir euch jetzt nochmal am Baufortschritt der Scheune teilhaben lassen, weil das eben schon eine ganze Weile her ist und einiges seitdem passiert ist. Man sieht jetzt hier im Innenraum sehr gut diese sechs großen Eichenpfosten, bei denen wir ja auch ein kurzes Video gemacht hatten, zur Art und Weise, wie die aufgestellt wurden. Man sieht hier auch bereits die Tennendurchfahrt. Auf diesem Teil ist auch das Gerüst jetzt die letzten Tage schon abgebaut worden, sodass man jetzt richtig einen Raumeindruck bekommt von der Größe dieser Scheune. Dieser Punkt ist nämlich der Mittelpunkt der Scheune und man sieht schon auf dieser Seite, ist dieses Raumgefühl da. Hier sind die Wände schon geschlossen, unten mit Bruchsteinen ausgefüllt, von innen noch mit Lehm stabilisiert, weil es da eben auch geschützt ist. Da kann ja Lehm dann vom Regen nicht mehr ausgewaschen werden. Es ist hier schon das Flechtwerk in den Wänden drin. Das wird dann ebenso mit Lehm noch verputzt, aber eben auch erst, wenn das Dach dann dicht ist, weil erst dann der Lehm nicht mehr ausgewaschen werden kann. Und weil das eben hier der Mittelpunkt der Scheune ist, muss man sich diese Scheune also noch fast doppelt so groß vorstellen. Also in dieser Richtung hier, wo es hinausgeht, Richtung Eremitage, Richtung Strohwerkstatt, da werden diese zwei Pfosten, die da noch liegen, in der nächsten Woche noch aufgestellt und dann kann das Dach noch vervollständigt werden. Der Grund dafür, dass wir so vorgehen, dass wir im Prinzip das Gebäude von hinten her aufbauen und da jetzt sogar die nächsten Tage schon mit der Dachlattung anfangen werden, bevor vorne der letzte Pfosten steht, hat seinen Grund nur darin, dass wir glauben, damit etwas effektiver voranzukommen. In dem Moment, wo hier dann schon gedeckt werden kann und drüben die Zimmermänner noch weiter beim Herrichten des Daches sind, beim Anbringen der letzten Balken, dann können eben viele Teams gleichzeitig an dieser Scheune weitermachen. Man sieht hier also, wie das unten mit den Bruchsteinen geschlossen ist. Und man sieht hier auch diesen kleinen Graben, der hier schon ausgehoben worden ist, um dann nachher diese immensen Wassermengen des Dachs abzuführen. Es hat ja tatsächlich auch sehr viel geregnet in den letzten Tagen und die kleine Zisterne, die dort vorne angelegt worden ist, ist auch bereits randvoll, noch bevor dieser Graben überhaupt in irgendeiner Form vervollständigt ist. Jetzt die noch fehlenden Schifter vor für das Scheunendach. Und fehlen eben diese Sparren noch, die in die Kehle laufen. Und diese Sparren, die wir an den Gratsparren als Schifter laufen lassen müssen, damit die beiden Walmdachflächen sich gut treffen. Das heißt, auf dieser Seite hier ist das schon alles soweit fertig und das fehlt jetzt nur noch für die zweite Hälfte. Genau.